Herzlich willkommen und einen schönen Abend, eine angenehme Nacht zu Let's Sleep, gemütlich durchgenommen mit Earthbound, dem Einschlafhilfe-Format bei Rocket Beans, die Sendung gewordene Baldrian-Tablette. Wir spielen gemütlich Earthbound. Wir sind gerade auf der Suche nach Antje in Tucson, einer neuen, der zweiten Stadt, die wir besuchen. Wir haben uns ein Fahrrad geborgt. Mir ist gerade eingefallen, ich könnte eventuell auch einfach mit dem Fahrrad zurück in die Stadt fahren, denn wir sind in der letzten Folge mit einem Bus zu einem Tunnel gefahren, wo wir nicht weiter kommen konnten, denn da sind Geister und die Geister haben uns nicht durch den Tunnel gelassen, beziehungsweise sie haben uns wieder rausfahren lassen mit dem Bus. Aber der Bus kam durch dubiose Zauberei an der Einfahrt des Tunnels wieder raus und nicht an der geplanten Ausfahrt. Und eigentlich müsste ich jetzt den Weg zu Fuß zurücklaufen. Aber ich habe mir auch beim Händler ein Fahrrad geborgt. Ich könnte auch Fahrrad fahren. Aber erst werde ich da noch ein paar blau gefärbte Leute verprügeln. Und schauen wir doch mal ins Game. Ich habe noch einen Teddybären dabei, der Schaden für mich einsteckt. Oh nein, jetzt hat er einen Überraschungsangriff. Das ging mir zu schnell. Annoying old party man. Ach, Parteimann, wahrscheinlich kein alter Feierkerl. Shoot. Ja, wir schießen auf den Parteimenschen. Treffen nicht. Und ich habe mich schon... Ach, ich habe doch getroffen. Merkwürdig. Oder war das jetzt der Bär? Ich muss mal ein bisschen genauer lesen, was da eigentlich gerade passiert. Karl Attacks. 52 Schaden. Und der ist normal. Okay. Ja. Partei, Bursche. Wir haben dich geheilt. In dieses Haus können wir leider nicht reingehen, ne? Nee. Komm, dicke Frau. Dicke blaue Frau. Ein bisschen aus wie ein Karpfen. Hier finde ich ihr Lächeln wesentlich angenehmer. Und wir schießen mit unserer Steinschleuder. Cranky Lady. Und sie trifft nur den Teddy. Das ist gut, falls der Teddy kaputt gehen sollte. Habe ich tatsächlich im Inventar noch einen zweiten Teddy. Aber das gibt ganz gute Erfahrungspunkte. Wir sind ja gerade noch Level 14 geworden. Na, Cranky Lady. Ich will jetzt eigentlich gerade mal kurz meinen Status gucken. Wie es mir denn überhaupt geht. Wie viele Punkte ich noch fürs nächste Level brauche. Und sie trifft nur meinen Bären. Und ich habe ihn nicht getroffen. Sie... Oh... Sie hat tatsächlich meinen Teddybären zerschlagen. Mit ihrer Einkaufstasche. Das bedeutet, ich benutze jetzt den nächsten Teddybären. Oh shit. Hoffentlich ist der nicht weg. Doch. Besser. Ich treffe halt leider nichts, seit ich diese Schleuder habe. Schieße ich auf daneben. Ich weiß nicht, ob es einfach später noch einen anderen gibt, der besser für Fernkampf geeignet ist. Hier ist dieses Paket, was wir vorhin auf der Fahrt gesehen haben. Check mir doch mal. Ach, guck mal, ein Skip-Sandwich. Den machen wir klar. Das ist einer von diesen New Age Hippies, der nur seine Zahnbürste benutzen kann. New Age Retro Hippie. Man prügelt sich da wirklich durch alle Subkulturen durch. Völlig egal. Und ich treffe den alten Hippie nicht. Ja, ja, oh mein Teddy. Und er hat mein Teddy zerstört. Und ich treffe wieder nicht. Das ist doch echt ärgerlich.
hat er noch seine, er hat die Geduld verloren. Jetzt haben wir ihn normalisiert. Aber wir haben keinen Bären mehr. Jetzt gucken wir mal ganz kurz den Status. Wir brauchen noch 912 Erfahrung fürs nächste Level. Das heißt, ich müsste über 912 Schlangen drüber laufen. Ja, weiß ich nicht. Soll ich jetzt Kämpfe mal ein bisschen mehr vermeiden oder trotzdem voll? Warte mal, ich guck mal, ob die mich auch angreifen, wenn ich überhaupt auf dem Fahrrad sitze. Ein Bicycle. Da greife ich von hinten an, weil ich ein schlechter Fahrradfahrer bin. Ja, das ist doch cool. Da können wir zumindest... Oh nein, und ich treffe nicht. Und der verstärkt jetzt zweimal seine Offensive. Da müssen wir echt aufpassen. Und er greift an für 21. Naja, wir haben auf jeden Fall... Punktemäßig noch 7-mal die Möglichkeit, uns komplett zu heilen. Also sicher nach Hause werden wir schon kommen, denke ich mal. Wenn wir das mit dem Fahrrad durchziehen. Ein bisschen... Ah, guck mal. Absteigen. Kann man hier gucken, was in diesen kleinen Läden so geht. Wem redest du? Ich rede mir... Mann, dass ich manchmal einfach... Ich rede einfach ins Nichts manchmal. I have sort of neglected doing my housework. Ich bin das Apfelkind. Ich habe lange nicht mehr gebadet. Also ich könnte ein bisschen stinken. Er steht nicht auf Ordnung und er badet ungern. Er hat Hunger. Ist was zu essen? If you do, can I have some... Ja klar, komm Apfelknabe, nimm einen Hamburger. Oder soll ich ihm meine Exit-Maus essen lassen? Nein, oder vielleicht gebe ich ihm das Skip-Sandwich, dann hat er vielleicht ein bisschen Energie hier aufzuräumen. Aber die sind auch teuer. Ey komm, sei mir mal nicht so geizig, würde ich sagen. Investierst du bitte in meine Erfindung? Auch das, komm. 200 Dollar. Nee. Ich will dem aber 200 Dollar geben. Ich hatte nur gerade keine da. Ich bin eine Maus. Niemand hat mir einen Namen gegeben bisher. Dann nenne ich dich Berthold. So, das checken wir doch mal. Was hat er in seinem Müll? A broken machine inside. Was kann diese broken machine? Help! It's just some kind of broken gadget. Bernie should be able to fix it sometime. Is Bernie... Ach, Bernie... Bernie. Ich kenne Bernie doch noch gar nicht, Mann. Nee, gerade noch nicht, sorry. Okay, dann werde ich aber diese Broken Machine gleich mal von meiner Schwester abholen lassen, würde ich sagen. Da wohnt das Orangenkid. Der ist genau das Gegenteil. Hallo, ich bin das Orangenkind, der Erfinder. Hast du von mir gehört? Ach, ich bin ein bisschen embarrassed about my reputation. Der braucht auch Geld. Wie viel will er? Braucht er? Er braucht auch 200.
Okay, also hole ich jetzt $400 ab und helfe einfach mal. Crowdfunde quasi. Obwohl, One-Person-Funde. Mal zwei Erfindungen, würde ich sagen. Vom Apfel und vom Orangenkind. Einfach nur, weil... Yeah, ich habe Geld. Ich gebe keinen Fick auf Geld. Warum auch immer wir jetzt hier langlaufen. Einfach aus Neugier natürlich. Ist irgendwas eingezäunt? Ui, ein Flohmarkt. Ist das ein Flohmarkt? Ja, klar ist das ein Flohmarkt. Das ist die weibliche Version von Jason. Zwei Clams. Habe ich ein Lineal gekauft? Ist es wahr? Nein. Man kann das auch im Kampf benutzen. Kann oft benutzt werden. Ist das eine Waffe? Equippt man das? $5 für Bananen. Ich will unbedingt eigentlich auch Bananen haben. Ich muss zuerst ein paar Dinge loswerden. Dann kaufe ich den ganzen scheiß Flohmarkt leer. Boah. Das wird, glaube ich, einfach... wer jumpt denn da runter? Wahaha. Why don't we chat later after we've locked horns? Nachdem wir die Hörner abgeschlossen haben? Moment mal. Ist das was Schmutziges? Er wollte mit mir kämpfen. Okay. Der zieht mir 33 mit einem Schlag ab. Das bedeutet, ich werde mich mal kurz live uppen. So. Zieh mir doch ruhig nochmal 33 ab. So. Jetzt habe ich dir ungefähr 70 abgezogen. Ich treffe schon wieder nicht. Und er trifft auch nicht. So, 44. Ich habe ihm schon 100 abgezogen. Jetzt hat er mir endlich mal wieder was abgezogen. Und ich treffe nicht. Er lächelt. Habe ich ihn nochmal... Alter, der hat richtig Energie, der Junge. Ich habe schon mal jemanden getroffen mit so viel Energie. Hat der fast mehr als die krasse Ameise. Ja, 986 Erfahrung für diesen Kampf? Na, das ist ja bärenstark. Dann machen wir jetzt Folgendes. Also wir machen kurz Werbung und gucken uns krasse Produkte an, die man sich kaufen kann. Und dann gehe ich hier mal eben zur Bank und hole mir Geld und mache den wildesten Shopping-Spree, nachdem ich mit meiner Schwester telefoniert habe, um ein bisschen aus meinem Inventar loszuwerden. Denn ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich einfach viele Dinge gerade überhaupt nicht brauche und mein Inventar viel zu voll habe. Außerdem bin ich gerade ein Level up und was das bringt, gucken wir uns gleich auch an. Schöne Werbung, bis gleich. Willkommen zurück zu Let's Sleep, gemütlich durchgenommen. Wir kuscheln gerade in Tucson und haben gerade einen dicken Typen besiegt. Ich habe den Namen vergessen, aber wir haben 986 Erfahrungspunkte erhalten. Jetzt gucken wir mal, ob wir dafür ein Level up bekommen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir jetzt ein Level hochgehen. Yep, Level 15. Cool. Zwei mehr auf Offensive.
bin auch intelligenter geworden, was war für mich eines der wichtigsten Dinge ist. Hauptsache klug. Ich habe auch mehr Glück bekommen. 2 HP mehr. That rocks. Cool, das ist tatsächlich wichtig. Denn ich habe 9 mehr Psy-Power. Das ist eine gute Ansage. Denn immerhin ist Psy-Power für mich gleichzeitig auch heilen, ohne mein Inventar mit Cheeseburgern oder Hamburgern vollzupacken. Cool. Er ist Everdread, der Boss vom Burgling Park. Everdread hieß er. Als ich vom Dach gesprungen bin, habe ich mein Knie verletzt. Hier, mein Dingsy. Enkel. Knie verletzt. Ich sag einfach mal Knie. Naja, ich hab verloren und nichts wird das ändern, weißt du? Du bist ganz schön stark. Yeah. Ich weiß, dass du Anti finden willst. Sie ist nach einem Secret Hideout in the Peaceful Rest Valley gegangen. Puh, gut, dass wir das jetzt wissen. Peaceful Rest Valley. Chubby Boy and a Weird Guy in a Blue Outfit have kidnapped her. Was? Oh. Wollen einen Menschenopfer an Antje durchführen? Oh Mann, das ist doch... Das ist hardcore strange, genau wie du sagst, Mann. Sie könnte schon weg sein, du solltest dich besser beeilen. Wenn du Antje rettest, dann komm wieder her, wa? Oh Mann, okay. Die wollen also einen Menschenopfer an Antje durchführen. Was ist das für ein toller, großartiger Markt, ey. Ich liebe Märkte. Auf diesem Markt würde ich auch gerne mal einen Moin Moin produzieren, hier so rumlaufen. Das wäre was für mich. Stoppschilder. Krass, also okay, aber also, Antje retten hin oder her. Ich muss Geld haben und dir alles kaufen und vorher mein Gepäck leer machen. Den sneaky way around. Wo ist überhaupt Peaceful Rest Valley und wo ist dieses Secret Hideout? Peaceful Rest Valley. Ist der Weg dahin das Peaceful Rest Valley? Oder ist es da oben im Norden? Mist, Mann, das weiß ich echt nicht. Check. Hotel. Hotel benutzt das Telefon, denn das Telefon im Hotel ist immer umsonst. So, talk to... Cargo Express. Das ist meine kleine Schwester. So, hol mal was für mich ab. Okay, wartet er jetzt eigentlich vom Haus? Hallo? Oh nein, der Papa sucht auch seine Antje. Ja, wo ist der denn? Uch, wo ist der Cargo Express? Da ist er, cool. Delivery Charge? Oh nö. Ja. Es ist halt so, alles kostet Geld im Leben. $18 dafür, dass ich... Also... Das... Die Broken Machine brauche ich gerade nicht. Ich brauche die Exit Maus nicht. Ich kann dem nur 3 Dinge mitgeben anscheinend. Aber da fülle ich meine Psy-Power nochmal auf an diesem... Butterfly. Und die Department Store haben wir alles leer, deswegen gehen wir jetzt nochmal zum Food Court. Ja, wir brauchen dieses Geld, von dem alle reden. Das heißt, ich kann jetzt 3 Dinge kaufen. 3 Platz im Inventar. Und dann brauche ich noch $400 für diese verdammten Erfindungen.
brauchen richtig viel Geld, Mann. Wir geben das, wir hauen das jetzt alles raus. 1500. Also, das sind schon mal die 400 für die beiden Erfindungen. Dann Bananen haben 5 Dollar gekostet, ne? Ich will eine Banane. Ich guck mal, was es da noch so gibt. Ich nehme mal 600 mit. Nein, 599. Denn ihr werdet das gleich sehen. Ich habe dann 666 teuflisch viel Geld. So wird's gemacht. So wird's gemacht. 666 Dollar zum Food Court. Hier ging's nicht lang. Hier ging's lang. Ich mag jetzt die Querfeldeinwege. Was verkauft er? Hey Mon. You got to extend your mind and use this stuff creatively. Come on, buy some of my junk. What would you like, Mon? Wow. Rust Promoter, Travel Charm. Boah, ein Kupferbracelet. Das ist schon sehr teuer, aber es ist besser als das, was ich gerade anhab. Broken Spray Cam brauche ich natürlich nicht. Aber Kupferbracelet, was macht das Defense Spray? Kann man hier auch irgendwie... Das wäre eigentlich cool, wenn es hier schon diese Help-Funktion gäbe, dass man überhaupt mal vorher gucken kann, was es bringt. Ist da die Möglichkeit? Nein, guck mal, du... Aber guck mal, 5 mehr auf Defense, das ist eigentlich... Guck mal. Ich weiß nicht, ob ich mich da... Ne, ich hab ein bisschen über den Tisch ziehen lassen. Wahrscheinlich gibt es die irgendwo günstiger, aber er ist halt sympathisch, Mann. Er verkauft dir eine Platte von den Boogie Brothers. Oh, er hat Antiquitäten. Ich kaufe ein For Sale sein. Ich habe einen For Sale Sign gekauft. Ich benutze das jetzt. Das ist sehr cool. Das ist sehr geil. Was gibt denn für einen Hammer? Was wird der mir für das Cover Bracelet geben? Das ist ja eigentlich mal ganz gespannt. 174 nur, ich habe 300 dafür bezahlt. Marktwirtschaftlicher Mist. No. Das For Sale sein. Oh. Das will keiner kaufen. Eine ATM-Karte verkaufen. Will er auch nicht kaufen. Kann ich das... Ich habe viele Dinge, die ich einfach nicht verkaufen kann, ne? Naja. Nicht weiter wild. Ich bin jetzt ein mobiler Markt. Das war eine gute Investition. Gib mir eine Banane.
Kauf eine Banane. Da habe ich $3 Verlust gemacht. Egal, denn ich kann sagen, ich habe mal eine Banane besessen. Wie gesagt, ich will halt immer alles machen, was man in einem Spiel machen kann. Lucky Sandwich, das ist günstiger, glaube ich, als vorhin. Nee, gleicher Preis, ne? Ich will so ein Lucky Sandwich nicht haben. Ich verkaufe es doch dann eh gleich wieder mit viel Verlust. So, was verkaufst du? Was ist das? Soll das Eier sein? Ja. Cool. Klar. $12 für ein Ei? HP. 25 für $5 bei dem Bananen und für $12 80 HP, da ist der Kostenpunkt pro, also Preis pro HP ist beim frischen Ei auf jeden Fall besser. Das Ei ist immer noch warm, das ist geil. Will gar nichts verkaufen, der will sich nur seine Töpfe angucken. Das ist auch eine Ansicht. Und du? Okay, du bist gar kein Händler. Ach, quatsch nicht. Würze kaufen und immer wenn ich was esse, nimmt der tatsächlich dieses Gewürz dazu. Nehme ich dann Sahne? Ich nehme scharfe Soße. Will ich Ei mit scharfer Soße essen? Und was bringt das? Ich muss das im Netz aber alles rausfinden. Für das frische Ei hätte ich ja eher Salz nehmen müssen, ne? Ich use das mal. Nein! Das wollte ich nicht machen. Ich wollte die benutzen auf... Also es muss irgendwie eine Möglichkeit geben zu kochen. Salz, weil ich denke, dass so ein warmes Ei mit Salz einfach am besten ist. Komm her, Salzbäckchen. Und du? Jetzt wieder mehr Geld holen, weil ich diese beiden Erfinder Erfinderknaben noch bezahlen wollte. Außerdem muss ich nochmal meine Schwester anrufen, um tatsächlich der noch mehr Dinge zu geben. Weil wenn ich in Erfindung investiere, dann will ich die ja auch haben. Das heißt, ich brauche Platz in meinem Inventar. Withdrawal. Oh je. Okay.
gerne eher runde Summen dabei. So. Und jetzt werden aber direkt ja wieder 18 abgezogen für meinen Delivery. Das ist natürlich direkt dran denken können. So. Delivery Bro. Delivery Bro. Ist mal so von rechts gekommen. Soll ich ihm entgegengehen? Diesmal kommt er von links. Klar kann ich das bezahlen. Wie sehe ich denn aus? Ein Chick? Wo hab ich denn das her? Hab ich das gerade gekauft? Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Wo kommt das Huhn her? Wie kommt das denn in mein... Ich weiß es wirklich nicht, Mann. Ich hab keine Ahnung. Nimm die Bombe mit. Das ist ein Chick. Ich hatte ein Ei und das ist zu einem Huhn geworden. Dabei wollte ich es gesalzen essen. Aber nein, jetzt habe ich ein verdammtes Huhn. Komm, dann nimm meinen Hamburger mit. Ich weiß auch nicht, warum ich dir den jetzt mitgebe, aber... Was kann das Huhn denn? Das werde ich ja wohl kaum essen. Ich werde ja kein fertiges Huhn essen. Deswegen macht es auch Piep-Piep die ganze Zeit. Wie krass ist denn das? Ich habe einen Huhn ausgebrütet. Hä? Oh, Chick. Ein Huhn, das gerade geschlüpft ist. Oh, wie süß. Guck mal, es piept die ganze Zeit. Kann ich das usen? Aber was wird dann wohl passieren? Seeing chicks makes you happy. Ja, ich sehe Chicks, das macht mich glücklich. Es ist weg. Okay. Das ist also ein Heilmittel. Ein Heilmittel gegen Traurigkeit. Oh, das muss man sich auf jeden Fall merken, Mann. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse. Ich einfach zu langsam spiele. Jetzt rennen die New Age Retro-Hippies hier schon in der Stadt rum. Was war passiert? 160 Erfahrung. Okay. Dann gehe ich jetzt tatsächlich nochmal zum Apfel und zum Orangenjungen. Und investiere in ihre Erfindungen. Aber vorher noch, was diese Häuser so beinhalten. Mau. Eine Katze. Ich habe viel alten, kaputten Mist. Ja, also ich weiß ja, dass wir noch so ein Crafty-Typen erhalten werden als für unsere Party, also unseren Bernie. Alles repariert. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal in das Haus. Nehmen wir das stinkige Apfelkind, investieren wir erstmal. Ich glaube. Obwohl, der ist ein bisschen shabby, ne?
nicht, dass der meine Antennen führt hat. Das war ja ein Chubby und irgendwer im blauen Anzug. Ja. Klar, ich bin rich. Und jetzt? Hallo? Ja, und jetzt? I won't let you down, der behält das jetzt einfach, oder was? Er redet mit seinem Müll. Entschuldigung, Maus, kannst du bitte weggehen? Du stehst in der Tür rum. Ich hab das nicht mit... Ich hab ein Receiver-Phone erhalten. Receiver-Telefon erhalten. Ist es was wie ein Cellphone, Handy? Receiver, klar. Es empfängt lediglich Telefonate. Oh. Okay. Und Orangenkind? Was erfindest du mir? Klar habe ich von Orangenkind gehört. Ich war schon mal bei dir, falls du dich erinnerst. Peaceful Rest Valley. Okay. Klar. Tremendous Impact on all mankind. Let's give you my new super orange machine. I call it Suporma. Na toll, was macht Suporma? Please use it for spreading peace and goodwill on Earth. Das hat Albert Einstein auch gesagt, als er die Atombombe erfunden hat. Also, ich gucke mir das mal an. Suporma. Orange Kids Invention. Full name is Super Orange Machine. Mal usen. Wie? Es hat Orange to the Kid gesungen und dann ist es kaputt gegangen? Okay, ich muss eine Pause machen. Ich glaube, ich wurde gerade vom Orangenkid derbe reingelegt. Er hat mir eine Maschine gegeben, die direkt nach einem Benutzen kaputt gegangen ist. Und ich habe sie auch noch direkt vor seiner Nase benutzt. Vielleicht gibt es einen Ort, wo ich sie hätte benutzen müssen und es wäre gut gewesen. Aber so, ich weiß nicht. Ich brauche eine Werbung, um über die freche Art von Orange Kid wegzukommen. Und diese Werbung machen wir jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir schmieden Rachepläne. Hallöchen, gute Nacht. Wir befinden uns bei Let's Sleep mit Earthbound. Wir haben gerade eine Erfindung gekauft für 200. Ihr wisst es alles noch. Sie ist direkt kaputt gegangen. Und ich habe jetzt noch nicht weiter recherchiert. Sie ist auch komplett aus meinem Inventar verschwunden. Und ich rede jetzt nochmal mit Orangenkid. I'm having more trouble than I expected. I found a problem in one of Einstein's theories. Hey. Oh Mann, ey. Er hat mich einfach verarscht. Diese 200 Euro oder Dollar waren völlig verschenkt. Guck mal. Das ist einfach so. Die chaotischen Erfinder sind besser. Hier hat mir wenigstens die Maus ein Handy geschenkt. Auch wenn ich damit nur... Wenn ich damit nur
Telefonate empfangen kann. So. Also ist denn... Ach man, ich rede immer mit Schildern. Happy Happy Religious Group. Ach, diese Happy Happy Leute sind also eine Sekte. Was steht hier denn? Hier ist das Happy Happy Village. Und hier muss irgendwo ein... Ach so, ein Happy Happy Village ist doch, glaube ich, auch... Mäuschen Antje, oder nicht? Also das Mädel, was ich gerade... Ein Secret Hideout in dem Happy Happy Village. Okay. Peaceful Rest Valley. Okay. Tja, ich... Soll ich einfach reingehen? Ich meine, ich habe jetzt eigentlich gar nichts, ne? Ich mal... Full Health. Ich kann mir ja vorstellen. Aber ich habe auch nur $32. So groß zu verlieren habe ich nichts. Das heißt, wir machen es einfach. Okay. Hier kommt eine Rhabarberstaude angerannt. Mobile Sprout. Mal gucken, nicht schlecht. Wachsen mir von diesen Viechern auch plötzlich. Psy-Magnet, er will mir meine 2 Punkte klauen. Der klaut mir direkt 5. Das ist so dreist. Also das ist ganz schön dreist. Und er braucht 2 Schläge, um zu sterben. Ich weiß nicht, irgendwie 266 Erfahrungen. Trotzdem bin ich nicht ganz glücklich mit der Entscheidung, hier so unvorbereitet reinzugehen. Aber Live-Up werde ich jetzt benutzen. Da sind nochmal 2 von denen. Die werde ich aber relativ einfach auseinanderklappen. Soll ich mal die mit Zwei Super Nintendo für 10. Da kann ich mich wenigstens noch 5-mal heilen. Ah, nee. Nee. Oh shit. Und ich treffe nicht. Ich habe nur Angst, dass sie mir wirklich meine ganze Power wegklauen. Einmal im Hotel schlafen, speichern, nehmen Teddybären damit rein. Nicht, dass ich jetzt Angst vor diesen Viechern hätte. Ja? Aber die schlagen ja jetzt nicht besonders hart. Das ist ein Pilz. Ach komm, den wollen wir natürlich. Den wollen wir natürlich bekämpfen. Denn die Pilze kann man immer gut verkaufen, wenn sie mir aus dem Kopf wachsen. Weg, damit sie mir nicht meine... Oh. Dann hätte ich selber weiter. Okay, bevor die mir jetzt eh meinen ganzen Psy-Kram klauen, werde ich sie alle mal mit meinem Psy-SNS angreifen.
halt komplett zerstören. Das müsste doch gute Erfahrung gegeben haben. 361, guck an. Wie geht's mir denn? Nein, zwei Pilze. Eigentlich ist es auch dumm, denn dann müsste ich mit dieser verdrehten Steuerung mal komplett im Krankenhaus latschen. Ja, guck an. Und mir wächst ein Pilz aus dem Kopf. Deswegen zerlege ich euch jetzt schnell. Zum Heiler mit dem Fahrrad. Mal gucken, ob man mit dem Pilz auf dem Kopf überhaupt Fahrrad fahren kann. Das ist natürlich Nein! Ich kann auf Pilze beziehungsweise mit Pilze auf mir nicht Fahrrad fahren. Noch rumrennen. Hier war doch vorhin eigentlich alles entspannt. Das fällt mir. Es ist echt gut zu wissen, dass es den Heiler gibt, der mir zumindest $50 für meine Krankheit gibt. Um mir meine Statusveränderung vom Kopf abzuernten. Ich darf jetzt nicht auf die Karte drücken. Ah nein, oh nein, oh nein. Okay, hier macht sich die verdrehte Steuerung wieder bemerkbar. Ah. Ist gleich wieder sehr schwer, das Krankenhaus zu betreten. Das ist noch ein Stück nördlich von hier, ne? Wechselt immer die Effekte, die er okay, macht. Jetzt haben wir es geschafft. My job to cure you. Ja, hier, nimm. Nimm den Pilz von meinem Kopf. Ich brauche sonst keine Hilfe. Ich brauche eine gute Nacht im Hotel. Auch ein Teddybären. Ups. Was ist er? Haben wir so einen schon? Ist das dieser Partyman? Nein. Unassuming Local Guy? Das ist gerade richtig. Unassuming Local Guy. Na denn. Ich glaube nicht, dass der sonderlich stark ist. Der wird jetzt noch komplett umfallen direkt. Er wird jetzt direkt normalisieren, meine ich. Guck an. Ich habe eine Zahnbürste. Kann ich damit das gleiche machen wie der, wie hießen sie? Wie der New Age Guy, dass ich quasi mir die Zähne putze und damit dem Gegner Angst mache? Ich hoffe doch. Für die letzten Meter noch aufs Fahrrad springen. Nee. Guck mal. Ich rede mit dem Fahrer in dem Auto. Ja. Ich halte einfach den Straßenverkehr auf. Ja, erste Nacht schlafen muss sein. Ja. $50. Das ist okay für mich. Ich frage mich, wie viel Geld ich denn jetzt überhaupt habe. Karl! Antje, ich bin Antje. Kannst du mich rufen hören?
Komm und hilf mir. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich höre Wasser in der Entfernung. Karl, bitte hilf mir. Ja, ich... Ob ihr sowas... Ich will dir wirklich gerne helfen kommen. Manchmal dauert es halt. Okay, was sagt denn die? Ja, ich möchte gerne die Headline wissen. A brave local hero named Carl, who broke up the sharks, has left on it. Report that the mayor... Hat tatsächlich der Bürgermeister behauptet von Onet, dass er die Sharks aufgehalten hätte. Lümmel. Talk to Daddy. Der $900, also ich brauche... Speicher mal. Also ich hol mir jetzt 180 ab und hol mir dafür einen Teddy. Dann versuchen wir tatsächlich endlich mal Antje zu retten. No. Check. Boah. 100. Ich nehme 200 mit. Komm. So, oder leer. Der Department Store muss ich auch nicht. Das Fahrrad nehmen gleich für die letzte Tour dahin. Das kann ich. Sind ja. Gib mir einen Bären. Ach, mit dem Bären kann man nicht Fahrrad fahren. Der kriegt keinen Bären auf den Gepäckträger. Das hatte ich natürlich vergessen. Egal. Wir machen es trotzdem. Das ist der Unsinn, den wir nicht brauchen. Wir müssen mit deiner Kollegin sprechen. Hey. Ich will einen Teddybären. Habe ich zu wenig Geld abgehoben? Was habe ich denn falsch gemacht? Ach nee. Wie dumm. Aber hier ist direkt noch ein ATM. Withdraw. Da habe ich nicht aufgepasst. Ist aber auch spät. Ich nehme noch nur 100. Okay. Habe ich noch Platz für ein bisschen Essen? Ja, nee, ich würde nicht. Aber das will ich mal checken. Ja. Ach. Egal. Mach mich auf den Weg. Mit dem Bären und wir retten endlich Antje. Endlich habe ich die Zeit gefunden, mich um Antje zu kümmern. Endlich habe ich die Zeit gefunden, mich um Antje zu kümmern. Fast, ich muss noch mit ihm reden. Tja. Karte jetzt hier nur noch geradeaus. Ich glaube, da werde ich Antje finden. Aber das ist für heute Nacht noch zu spannend. Deswegen werden wir jetzt mal schlafen und erstmal vielleicht davon träumen, wie Antje denn aussieht und ob sie wirklich in der Höhle ist.
erfahren wir hoffentlich, wenn ich denn schnell genug bin, in der nächsten Folge. Let's Sleep. Habt eine gute Nacht. Ciao, Iwawi.